Hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich bin immer noch hier, ich habe zwischenzeitlich nicht gespeichert, was ich ja nicht mehr machen sollte. Am besten hier rüber. Ah ja, Speiseplan. Ich denke, da müssen wir wirklich irgendwas ändern, damit sie diese Essensschlacht machen. Also ich sag jetzt einfach mal, Hähnchen bekommt der Professor Nock, weil das Dinosaurier sind. Peter hatte ja, glaube ich, standardgemäß den Brei. Mokka-Pudding natürlich für Hoti und Moti. Weil das etwas beleidigend für Moti ist, weil der, denke ich mal, schwarz ist. Ja, Kartoffelbrei für den Bienenmann. Kartoffeln für den Peter. Getreideschrotklöße für Adrian. Vielleicht doch lieber für. Oder Brei für den Adrian, weil es seine königliche Würde herabsetzt. Oh, wir haben überhaupt keine Hinweise bekommen. Überhaupt keine Hinweise, verdammt nochmal. Ansehen kann ich mir hier aber auch nichts. Ich kann ja nochmal Hoti und Moti fragen. Vielleicht Das wissen die kann ja noch erklärt was. mit dir. Was macht der Professor Nock da? Ich Ah, verkriech mich dann mal. das hat er eben aber noch nicht gemacht, oder? Was muss ich denn hier machen? Haben die jetzt schon ihr Essen bekommen, verdammt nochmal? Ja, Das aber die könnte müssen noch klappen. diese Die kochen Essensschlacht machen. gerade. Die müssen noch eine Essensschlacht machen. Oh, ich verzweifle echt. Kann ich vielleicht hier Starthilfekabel an seinen Fuß Das wird ihn wohl kaum in Gang bringen. in Die Gang Frage bringen? ist, was wird? Wie in Gang bringen? Mit dem Stuhlbein? Was war das jetzt? Was war. Was war denn das? Da ist irgendwas geflogen und jetzt steht Adrian da. Und macht. Ich Ne. hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Ja. Gehen wir nochmal rein. Also, Ich gehe da lieber, da drin ist. eine Essensschlacht haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssten Hoti und Moti uns eigentlich irgendwie helfen können. Ob der Moti jetzt beleidigt ist, weil ich ihm einen Mokka-Pudding gegeben habe. Da sind sie. Und jetzt? Seid ihr bereit? Klar, hast du den Ersatzreifen besorgt? Ach, wollen die uns jetzt helfen beim Ersatzreifen montieren? Ah. Nicht ganz das richtige Macht ja Fabrikat, nix. aber als Provisorium sollte er ausreichen. Ich weiß gar nicht, wieso die irre sein sollen. Verstehe ich nicht. Ja. Okay, dann müssen wir eigentlich nur noch den Aluman jetzt endlich mal dazu bringen, uns bei der Elektrik zu helfen. Verdammt. Ich weiß echt nicht mehr, was ich hier machen soll. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Wieso? Hä? Ach, ich hatte ja die Harke aufgenommen, stimmt, als ich da hingeklickt habe und irgendwo zu einem Platz gekommen bin, den ich vorher gar nicht bemerkt hatte. Ja, und jetzt? Was soll ich hier mit einer Harke? Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe Ich wollte die aus. eigentlich da in die Mitte legen. Ah, da waren ja auf dem Fernseher dieses Wö, dieses ah, jetzt verstehe. Hey Alu! So einfach, Ah, dann war mein Edna, Anfangsmuster schon schön dich zu richtig. sehen. Hätte ich nur früher die Harke genommen. Verdammt. Was hältst du von dem Muster, das ich gehakt habe? Was? Ey, Das ist ja. das Rätsel war so ziemlich Ja, das Schwerste, das das ist es genau bis jetzt das, gab, was glaube mir ich. fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich Der einströmt. ist irre. Einfach Geh total schon mal vor irre. zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort.
Kannst du dich etwa auch teleportieren? Das machen doch alle so. Ja. Entweder das, oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ja. Ich glaube eher Zweiteres. Das hat mich schon die ganze Zeit verwirrt, wie der Schlüsselmeister zum Beispiel auch vor uns in den Wagen gekommen ist oder so. Die hätten ja alle an uns vorbeilaufen müssen. Okay. Starthilfekabel mit Aluman. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Bitte nicht abstürzen. Oh, jetzt... Oh, das sieht schmerzhaft aus. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Oh mein Gott. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Ich hab Kaugummi. Poki hat ja gesagt, man sollte den irgendwie zerkauen von den beiden und dann... Da. Danke. Yum, yum, yum. Was würden wir nur ohne dich machen? Yum, 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 yum. Aber zurückbekommen habe ich ihn jetzt nicht wirklich. Ja, er hat ja gesagt, das Rätsel ist rausgeflogen. Geh. Und dann vors Haus und dann zum Haupttor. Und dann speichern wir lieber mal, bevor uns das Spiel nochmal abstürzt. Den Poké habe ich deshalb hier ja auch noch nicht angeklickt gehabt. Speichern wir mal hier rüber. Okay, keep out. Mir egal, ich bin Edna. Ich möchte ausbrechen. Hier hatten wir ihn ja eigentlich auch schon gehört. Also nochmal nach hier oben und dann im Schrank verstecken. Ups. Na warte! Ups, 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 ups. Benutzt doch den Schrank, oh, verdammt. Nein. Er kommt! Nein, Edna! So, so, raus hier! Marsch, zurück zu dir an und lass dich hier nicht. Ich muss den Schrank vorher aufmachen. Dass der uns aber nicht wieder ins Gebäude bringt. Ich meine, es ist eigentlich gerade Mittagessen und kein Auslauf. Und vor allem kommen wir ja aus der Gummizelle. Scheint ihm relativ egal zu sein. Geh da mal rein, Edna. So, jetzt geht er raus. Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Beim letzten Mal ist uns deshalb ja das Spiel abgestürzt. War ja nicht so schön. Komm, schnell, 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 schnell. Grüner Knopf benutzen. Benutzt doch. Er hat gar nichts gebracht. Keine Zeit fern zu... Hä? Benutzt doch den grünen Knopf. Was muss ich denn hier machen? Ach, ich war's hier. Das ist kein Haudin, Lukas. Es ist nur der Knopf. Dann drücke ihn doch! Oder brauche ich jetzt wieder den Kaugummi? Und den da draufkleben? Oh, ich bin hier oben noch nicht ganz fertig. Ich sollte noch etwas tun, damit der Wächter das Tor nicht ein... Ja, toll. Toll! Ich glaube, da brauche ich mir wirklich wieder den Kaugummi. Harvey. Cool. Die roten drücke ich lieber. Aber na gut. Man nimmt, was man kriegt. Ja, toll. Und jetzt? Mit der Gabel? Keine Zeit rum. Oh ja. Nein, das war's und nicht. Noch diese... Mit dem Stuhlbein. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich irgendwie den Monitor einschlagen? Keine Zeit rum. Poki. Ja, eigentlich steht man, sobald man diesen Raum betritt, ja unter großem Zeitdruck. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr jetzt auf den Entwicklerkommentar-Knopf gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich keine Angst, dass der Wächter in der Zwischenzeit, während ich jetzt rede hier, die Treppe hochkommt und euch wieder vor die Tür setzt. Nein, nein, ihr drückt erstmal auf diesen Knopf. Genau auf diese Weise sind auch die Kommentare zu dem grünen Knopf unter anderem entstanden. Selbst in diesem Raum, in dem man ja wirklich eigentlich nicht viel machen soll, außer das Kabel durchzutrennen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Och, Po! Den grünen Knopf zu drücken. Da ist ein Kabel!
Selbst hier habe ich halt noch alle Itemreaktionen geschrieben und total widersinnigerweise bin ich mit dem Schreiben der Reaktion immer wütender auf den potenziellen Spieler geworden, der halt überhaupt diesen Quatsch ausprobiert. Was hast du getan? Und hab halt angefangen rumzumeckern. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Ah. Poki. Überfahrt in Hulgor. Wir sind endlich raus aus der Anstalt. Gleich sind wir draußen. Gleich sind wir draußen. Ja! Ein Motor! Ja! Ja! Die laufen natürlich auch noch weg. Die Garage! Fahrt sie um, fahrt sie um. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Ja. Die sind in die Limousine gestiegen. Wieso haben wir dann den einen Wagen reparieren müssen? Poki? Ich habe den einen Wagen reparieren müssen. Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Titelmusik. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Jawohl, endlich raus aus der Anstalt. Wo bin ich? Oh, was ist Gott. Passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Der hat wirklich keine Ahnung. Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frotte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Oh nein. Oh nein. Ja. Der Schlüsselmeister hat wohl doch keine Ahnung gehabt, wie man das Auto fährt. Die Musik erinnert mich gerade an einen Soundtrack aus Harveys Neue Augen. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus angelangt. Und damit ja auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert, an dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen wird's halt jetzt so ein bisschen orientierungslos ab dieser Stelle. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt auch noch seinen ganz eigenen Showdown. Viel Spaß. Ja. Erstmal hier. Oh, hallo. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, ja, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Ja. Boom. Das erinnert mich wirklich an ganz stark an den Soundtrack aus Harveys Neue Augen. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Ja. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Mutti? Nope. Fährt das Auto noch? Ich glaube eher nicht. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ja. Erstmal Poki. Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten. Das aber kein tatsächliches Minigame ist,
tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Aber ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? So, habe mir kurz wieder Headset abgesetzt, da der werte Herr Poki gerne zu Spoilern neigt. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Als er schon irgendwas von Lösung gesagt hat, habe ich abgesetzt. Es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Und Roti muss es erraten. Toll. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Toll. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen. Wenn ich verspielen würde. Wenn ich jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Ich hab's nicht so ganz verstanden. Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Dann bringt mir das Ganze ja gar nichts. Was soll's? Zieh eine Karte. Nimm mal die. Die dritte Karte. Sicher. Hab ich. Zweite Runde. Ich sag wieder dritte. Verdammt. Daneben. Daneben. Die zweite. Daneben. Gleich die. Daneben. Die letzte. Aha. Richtig. Da müsste. Nein, da ist es ja nicht. Daneben. Die zweite. Daneben. Nächster Versuch. Ist es dann die erste? Nein. Daneben. Vierte? Die letzte. Aha. Richtig. Die. Nein. Daneben. Die letzte. Daneben. Verdammt. Nächster Versuch. Die zweite. Daneben. Dann ist es die erste. Hä? Daneben. Die letzte. Daneben. Dritte. Daneben. Nächste. Ich sag die dritte. Richtig. Jetzt sag ich die zweite. Die letzte. Richtig. Dritte Runde. Jetzt ist es die erste, oder? Gleich die erste. Daneben. Verdammt. Nächster Versuch. Boah, dritte. Ne, wieso daneben. Ist es jetzt nicht mehr die dritte? Die letzte. Daneben. Die zweite. Daneben. Leuchte. Erste? Hä? Daneben. Dritte. Nein. Daneben. Dritte? Ja. Richtig. Zweite Runde. Die letzte müsste es jetzt eigentlich wieder sein. Richtig. Boah, und jetzt dann. Habe ich. Richtig. Ja! Du hast es geschafft. Ich habe gewonnen. Autsch! Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Wie? Ist sonst noch was? Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Danke. Verdammt. Hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Naja, dann gehen wir mal hier nach oben. Da hinten ist die Anstalt. Straße.
Treppe. Poki. Dieser Screen hat tatsächlich gar keinen spielerischen Wert. Also wir haben als Hotspots nur die Anstalt und den Mond. Sonst eben die Ausgänge. Den Mond, genau. Die man halt auch in anderen Screens hätte zeigen können, in anderen Ansichten. Aber ich finde es für richtig, nochmal den Blick zurück auf die Anstalt, den Weg, den sie gekommen sind, der in der 14. ja mehr oder weniger übersprungen wurde, nochmal zu zeigen. Und auch nochmal Ednas Widerwillen zu zeigen, tatsächlich zur Anstalt zurückzugehen. Da kann sie jetzt quasi nach oben nochmal wettern, bevor sie sich dann umdreht und den Weg, die Straße talabwärts beschreitet. Naja, okay, hier beende ich jetzt mal den Part. Ich glaube, ich habe für heute auch schon genug gespielt. Ich habe ein paar Parts aufgenommen, also seit Part, also 13 bis jetzt habe ich heute aufgenommen. Ich spiele dann morgen oder so weiter. Bis dahin, tschüss.